Ja, und das ist mein Tonstudio. Also das Tonstudio besteht aus 4 Räumen und die sind durch Glasscheiben getrennt. Glas habe ich genommen oder mir ausgesucht als Werkstatt, weil das besondere akustische Eigenschaften hat. Glas schwingt in tiefen Frequenzen und ist nicht so ein harter Reflektor wie zum Beispiel Stein oder Beton. Deshalb ist es gewählt, dieses Material. Und das Holz eben auch aus ästhetischen Gründen, weil es einfach schön aussieht. Und zum Zweiten ist Glas natürlich auch durchsichtig und man kann, oder die Musiker, die hier im Studio aufnehmen, können sich sehen. Können sich nicht nur hören, wie das in vielen Studios ist, sondern können sich auch gut sehen. Und es ist mir ganz wichtig, dass die Musiker zusammen agieren können. Und deshalb ist es so konzipiert, dieses ganze Studio. Und ich bin Musiker und als Musiker bin ich hier ganz häufig in diesem Studio. Das hat mehrere Gründe. Das ist zum einen ein fantastisch ausgestattetes Studio mit brillanter Technik, aber es ist auch noch mitten im Wald. Das heißt, man ist hier völlig abgeschieden, man ist auf einem völlig anderen Planeten und man kann sich hier sein Instrumentarium manchmal auch selber suchen. Mui ist ein fantastischer Studioleiter, Produzent und Musiker. Und nicht, dass er nur einfach diese Prozesse sehr klug und geduldig leiten kann. Er bringt sich ein, aber gleichzeitig lässt er auch den Freiraum für die Musiker. Und was mir sehr gefällt, ist, dass er auch sehr intuitiv herangeht. Er versucht immer mit den Musikern auch über etwas hinauszugehen. Das heißt, man sucht immer noch weiter, man sucht nach neuen Klängen und ist einfach da sehr experimentell. Das muss der Eigensound sein. Nimm mal ein Holz und wenn ich das von der Seite mikrofoniere, das muss ein dumpfer Klang sein. Ist auf jeden Fall interessant, weil das so schön nachklingt. Hör mal, wenn man das hier so dicht mikrofoniert. Stellst du dir sowas vor? Könnte gut sein. Das Schöne an dem Job ist auch, dass man so ganz viele unterschiedliche Leute hier drin hat. Oder das ist gerade mir so passiert, dass ich so ganz viele unterschiedliche Projekte hier in diesem Studio habe. Da sind zum einen mal ganz große Bands, so wie Black Coffee aus Leipzig, also eine große Funkband, die hier zu 10 auf einmal eingespielt haben. Oder sind ganz kleine Projekte wie Renko zum Beispiel, der oftmals auch ganz solistisch Platten einspielt, wo ich auch manchmal ein bisschen Cello oder ein bisschen Kontrabass dazu spiele oder wo wir dieses Session ganz anders aufbauen, wo Stück für Stück gearbeitet wird. Eine Geschichte habe ich schon öfters auch Leuten erzählt von Black Coffee, die kamen eben zu 10 und wollten in den 4 beziehungsweise noch zusätzlich in dem Regieraum eine Platte aufnehmen. Und zwar so, dass eben alle Leute zusammen spielen. Und eine Funkband, da kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, wie das funktioniert. Funkbands sind 10 Leute oder in dem Fall sind es 10 Leute, 4 Bläser. Okay, die kriegt man in einen Raum. Und die konnten dann auch zusammen spielen, aber da war noch Bass und Gitarre, die natürlich mikrofoniert werden müssen. Das heißt, die spielen über Amps und Boxen und die müssen mikrofoniert werden. Und ich habe einfach nicht 6 oder 8 Räume, sondern 4 Räume. Dann hatte ich überlegt, okay, ich bohre einfach noch ein Loch in das Studio und stelle die Gitarren und die Bassbox in Autos rein. Und so haben wir das auch gemacht. Das Problem war bloß, dass dieser tiefe Bassdruck dann alles zum Vibrieren gebracht hat. Wir mussten dann noch das Nummernschild abkleben, aber dann hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Das war ein großer Spaß mit so einer großen Band.